Und so ging seine Mannschaft dann auch rein in diese Partie. Bielefeld in Rot spielte sehr mutig, presste ganz hoch und zwang Heidenheim zu solchen Fehlern. Jabo verpasst nur knapp, denn Müller war einen Tick schneller am Ball. Da waren 9 Minuten gespielt. Also dass hier der 7. gegen den 17. spielte, das war beim besten Willen nicht zu sehen. Kurz vor der Pause hat Heidenheim seine beste Chance. Das ist teuer gekauft. Er hat viel Zeit, einen Plan auszuarbeiten. Aber manchmal ist zu viel Zeit im Fußball dann doch nicht wirklich hilfreich. Eine Chance, die er fast machen muss. Er blieb weiter auf der Bank. Kapitän Klos, auch in der zweiten Hälfte Bielefeld zunächst ohne ihn auf dem Platz. 47. Minute. Und Achtung, das ist Becker und jetzt Florian Dick. Unglaublich, ein Eigentor bringt hier die Heidenheimer Führung. Das Tor passte irgendwie zum bisherigen Spiel. Über 300 Profispiele hat er gemacht, der Florian Dick. Und dann unterläuft ihm so ein krummes Ding. Ist das ärgerlich. Der Trainer der Bielefelder, Jeff Sabene, reagierte sofort. Jetzt kommt der Kapitän ins Spiel, Fabian Klos. 55. Minute. Und er war gerade mal 2 Minuten auf dem Platz. Da musste sein Team den nächsten Rückschlag hinnehmen. Das 2:0. Kopfball Matthias Wittek nach einer Schnatterer-Ecke. Und da sieht die Hintermannschaft von Arminia Bielefeld inklusive Torwart ganz, ganz schlecht aus. Wie würde Bielefeld reagieren? 100 Sekunden später. Die prompte Antwort. Achtung, Tom Schütz, was macht er? Der hält einfach drauf und Kevin Müller lenkt den Ball ins eigene Tor. Ein kurioser Treffer und ganz ehrlich, den muss der Torwart definitiv halten. Und nochmal, 145 Sekunden nur später, sogar der Ausgleich. Klos ist zur Stelle, der Kapitän bringt den Ball über die Linie, das 2:2. Der Ball kam von Tom Schütz und Klos steigt am höchsten. Hoffenheim zeigte nach diesem 2:2 Wirkung. Sie versuchten dann über den Kampf wieder reinzufinden ins Spiel. Und Griesbeck übertrieb es ein bisschen. Er wurde mit Gelb-Rot vom Platz gestellt. Eine harte Entscheidung. Das hier war ein Foul, ohne Frage. Aber die erste gelbe Karte, die war zuvor deutlich zu hart. Bielefeld drückte und Heidenheim kam zu Konterchancen. Teuerkauf schon wieder völlig frei durch und erneut macht er nichts aus dieser großen Chance. Und die